jemandem deine Liebe beweisen musst. Das möchtest du nicht in einer Beziehung machen müssen. Du möchtest dich auf schöne Erlebnisse konzentrieren. Klar ist auch nicht immer alles heile Welt und man muss auch mal durch eine schwere Zeit zusammen durch. Das ist auch voll normal, aber es sollte halt nicht sein, dass du auch noch für das Glück einer anderen Person verantwortlich bist, weil du bist schon mit deinem eigenen Glück manchmal ganz schön am Straucheln. Es gibt Trilliarden Varianten, warum man Selbstzweifel entwickeln kann. Und leider wird das in unserer Gesellschaft ja auch noch ziemlich gepusht, denn von Selbstzweifeln leben ganze Industrien. Ja. Mit Selbstzweifeln lässt sich hervorragend Geld verdienen. Warum bilden wir nicht die Vielfalt unserer Gesellschaft einfach in allen Medien ab? Ich glaube, das ist einer der effektivsten Wege, um das zu normalisieren und auch um so eine Hemmschwelle abzubauen. Ja. Über meinen Podcast habe ich ja regelmäßig Interviews mit Menschen mit Behinderung. Und ich sehe da so eine Kurve bei mir. Die ersten Interviews habe ich A, dauernd ein Fettnäpfchen mitgenommen und B, war ich immer unglaublich nervös. Ich hatte es ja auch so mit Denkmustern generell, dass wir ja, was wir oft denken, die Pfade im Gehirn sind ja quasi trainiert, wie als ob man ja durch so ein Waldstück geht und der Wanderweg, den halt alle gehen, den kann man natürlich leicht gehen. Wenn ich jetzt aber beschließe, plötzlich im Wald abzubiegen, dann muss ich mich erstmal durchs Unterholz kraxeln, muss da irgendwie jetzt für Äste wegbrechen, das ist erstmal viel anstrengender. Aber je öfter ich den Pfad gehe, desto leichter wird es. Und genauso ist es mit Gedanken auch.